Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levi's Car 1210 zu einem Shopping-Video. Ja, falls ihr meine Shopping-Videos anschaut, wisst ihr, dass ich in diesen Videos halt so die Sachen vorstelle, die ich eingekauft habe. Das können DVDs, Blu-Rays, Games oder auch andere Sachen sein. Und je nachdem, die Unboxings dazu werden dann nach oder vor diesem Video hochgeladen. Heute habe ich eine kultige Zeichentrickserie, Komplettbox, drei Games und zwei Mangas. So, dann fange ich doch gleich mal an mit der kultigen Zeichentrickserie CatDog. Ja, CatDog ist eine Nickelodeon-Serie aus den 90ern. Kommt hier in einem sehr schönen, in einer sehr schönen Box. Und ja, das ist jetzt meine wievielte, ich weiß gar nicht. Ich habe schon einige dieser Boxen von verschiedenen Serien und das ist halt CatDog, alle Folgen in dieser wunderschönen roten Box. Ja. Schauen wir uns mal die Bilder an, so ein bisschen. Auf jeden Fall eine sehr spaßige Serie. So, dann kommen wir zu den Games. Als erstes habe ich hier Rare Replay für die Xbox One. Das ist ein Xbox-exklusiver Titel mit 30 legendären Rare-Klassikern auf einer Disc. Das ist wunderbar. Und gerade als Retro-Fan begeistert mich natürlich solche Spiele und diese mal auf der One nachzuzocken. Es gibt Spiele, die ich schon gezockt habe. Es gibt aber andere, die ich noch nicht gezockt habe. Ich freue mich auf beides natürlich. Rare Replay für die Xbox One. So, dann kommen wir zum zweiten Game. Da habe ich für die PS3 Bejeweled 3. Ja, dieses wunderbare Game für die PS3 kommt natürlich hier mit zwei Bonus-Games, Zuma und Feeding Frenzy 2. Und das Spiel macht echt süchtig, Freunde, das kann ich euch nur sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der PS3 ist, aber auf dem PC zu zocken, da bekommt man nie genug von, dieses legendäre Puzzlespiel im Stil von Tetris. Ja, Bejeweled 3 für die PlayStation 3. So, dann kommen wir zu einem weiteren Game, Castlevania 2 Lord of Shadow. Ja, das ist der zweite Teil der Castlevania-Reihe. Der Neuauflage, sage ich mal. Es gibt ja Super Nintendo-Teile und diverse Retro-Spiele davon. Und Castlevania ist halt ein richtig gutes Spiel. Hier sehen wir ein paar Bilder aus dem Game. Ja. Gibt es übrigens auch für die anderen Konsolen, glaube ich. Aber ich habe es mir halt für die PS3 geholt. Castlevania 2. So, das waren die Games. Jetzt kommen wir zu den Mangas, Freunde. Da habe ich als erstes Pokémon Schwarz und Weiß. Das ist die erste, wie sagt man bei Mangas? Volume? Der erste Band, genau. Ist jetzt ein bisschen dünner als die anderen normalen Manga, also anderen Mangas, aber ich denke mal, es ist ein guter Einstieg. Und wenn man die Serie verfolgt im Fernsehen, dann ist es bestimmt cool, das nebenbei zu lesen. Ich schaue mal ganz kurz rein. Schwarz und Weiß. Gut, ich bin jetzt eher der Fan der klassischen Pokémon mit Ash, Misty, Rocko, Pikachu und so weiter. Und das ist ja ein neuerer Teil, Schwarz und Weiß. Gibt es natürlich auch die DVDs davon, also die
die Anime-Serie. Ja. Sieht auf jeden Fall cool aus. Es gibt auch mehrere Teile von diesem Manga. Wie ist übrigens dieser... Ja, welches ist dieses Pokémon? Das Pokémon ist... Keine Ahnung. Gibt es ja mal bei Pokémon, wenn so die Werbung gezeigt wird, ja, was ist das für ein Pokémon? Dann sieht man diese Silhouette und dann wird nach der Werbung oder so aufgelöst, welches Pokémon das ist. Ja, der Junge heißt übrigens Schwarz. Und es ist eine neue Region. Ja. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Auch wenn es nur so dünn ist, Freunde. Also Mangas sind ja normalerweise dicker. Aber das stört mich jetzt nicht. Das Cover sieht schon mal sehr, sehr einladend aus. Pokémon Schwarz und Weiß. So, dann habe ich mir noch einen englischsprachigen Manga geholt, und zwar Street Fighter 2. Ja, ich wusste gar nicht, dass es von Street Fighter es einen Manga gibt, und bin sehr gespannt, wie die das so, ja, wie die Geschichte erzählen. Ich meine, Street Fighter ist halt ein Spiel. Da kloppen sie sich. Was will man da erzählen, großartig? Und das ist halt ein englischer Teil. Fängt schon an hier mit sehr schön farbigen, eine farbige Anleitung, also ein paar Bilder. Und da werden, glaube ich, Charakter vorgestellt. Street Fighter 2. The story up to this point. Yeah. Mhm. Color Illustration, Story, Battle 10, Battle 11 und Bonus Stage sind hier drin. Gucken wir mal ganz kurz rein. Ja. Oh, wow, eine Chun-Li mit Jeansweste. Was ist euer Lieblings-Street Fighter-Charakter? Also ich mag Chun-Li. Sie ist eine taffe, aber auch eine süße Kämpferin. Street Fighter. Die Legende. Ha ha ha. Kaboom. Ja, ihr seht, es geht jede Menge Action. Now finish them all. Ja, auf jeden Fall dicker als das Manga von Pokémon Schwarz-Weiß. Aber auch nur in Englisch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es auch in Deutsch gibt. Aber ja, egal. Kommt von Capcom. Masaomi Kanzaki hat das geschrieben. Und das ist, glaube ich, der dritte Band davon. Ja, auf jeden Fall ein cooler Manga, Freunde. So, das war das Shopping-Video. Mit zwei Mangas, einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Einem PlayStation, beziehungsweise zwei PlayStation 3 Games. Und dazu noch Xbox One. Und eine kultige Nick-Serie. Dann passt das. Da hat man erstmal wieder was zu schauen und zu lesen und zu spielen, Freunde. Ist wie ein Ü-Ei. Spiel, Spaß, alles dabei. So, ich verabschiede mich und sage Bye-Bye. Ich hoffe, ihr abonniert mich, kommentiert mich und gebt Daumen. Bye-Bye.